Willkommen zum zweiten Flügel von One Night in Karazhan. Wir haben diesmal The Opera. Welcome to the theater. I am Barnes, the stage manager. The portals to save Medivh lie upstairs, but first, you simply must see our show. Okay, an dem kommen wir schon mal nicht so einfach vorbei. Und wir starten mit Our first act, a tale of forbidden love. Mit Julianne. Help Julianne prepare the performance of a lifetime. Für vier Mann a true love. If you don't have Romeo, summon him. Wir müssen unser eigenes Deck auswählen und dementsprechend gucken wir einfach mal ganz kurz. Ich will ganz bewusst nicht hingehen und jedes Mal C'Thun oder Spellmage Decks nutzen. Aber was könnte man doch nehmen? Rampish Druid Ish bedeutet bei mir immer, dass zwar so der Anfang gemacht worden ist, aber dann doch gewisse Karten einfach fehlen. Midrange. Renounce Darkness ist lustig, aber ich denke, das ist mir dann zu schwach oder zu inkonsistent, was es hinlegen könnte. Death Rattle Rogue ist lustig, aber könnte eventuell ebenfalls nicht funktionieren. Vorino ist lustig. Ich denke, ich versuch's mal tatsächlich mit dem Warrior. Gerash versus Julian! What devil art thou? Victory or death! Okay, interessant. Wir sehen nämlich schon anhand ihrem Porträt, dass sie immun hat. Also, das wird dann durchaus interessant. Müssen wir gleich mal gucken, was Romeo da selber ist. So, Bash sollte ich aufheben. Corcoran Elite. Ich denke, das könnte man theoretisch so machen. Ja, probieren wir es mal so. Das ist ein 4-2. Willst du mich provozieren? Dann hab at thee! Sie hat auch nur 15 HP. Das heißt, wenn ich den vielleicht zeitig umnieten kann, was mir leider nicht so hundertprozentig gegönnt wird, dann müsste sie bis zur vierten Runde warten. Ja. Und ich gehe mal wirklich davon aus, dass der Kollege... Ja, genau. Dass sie jetzt Minions gespielt werden, um den zu beschützen. Nothing scares me. Oh Gott, damit. Das ist ja natürlich eine dreckige Kombination. Ja. Okay, das ist sogar gar nicht mal so Boy. Okay, das ist wirklich viel, was er da auf einmal gespielt hat. Oh. Interessant. Gibt es einen Weg, das clever zu spielen? Ich denke... ich werde jetzt lieber einmal so angreifen. Überlegen, wenn ich das jetzt einsetzen würde, würden vier von denen draufgehen. Der würde überleben mit drei. Ich denke, ich werde jetzt einmal angreifen. Genau, dann geht er auf eins runter. Und das ist bei weitem besser. Ich habe schon 20 runter. We need to reach Medivh before the party is ruined. What's a party without a play? And what's a play without an audience? Oh boy. One day I'll be a real Oh, Doppelboy. Okay, also der Witz ist scheinbar wirklich. Toasty. Okay, damit kann ich leben. Ideal ist logischerweise das weiterhin nicht. Okay, das werde ich mir aufheben für was anderes. Aber ich denke, jetzt wird es ganz clever sein. Ist es clever? Ich denke... Wenn das nämlich zerstört wird, dann wird sie das nächste Runde wieder einsetzen und hat noch einen Mana übrig. Ja, ich denke, das werden wir tatsächlich so machen.
Illidan has arrived. We are not prepared. Genau, damit ist der Drecksack jetzt wieder da. Und oh sweet, yes please. Sehr schön. Here's to my love. An autograph? I suppose. Okidoki. Der Witz ist vor allem, wie könnte man das am cleversten spielen? Man könnte hingehen, das einfach wegbashen, den muten und hätte 8, 11, ja. Aber das müssen wir als erstes machen, einfach um zu wissen, ob das tatsächlich so funktioniert. Ja. Das ist doch schon mal richtig schick. Okay. Ja, logischerweise beschwört er den jetzt neu. Aber das ist jetzt einfach kein Problem mehr. Hoffe ich mal. Aber weil wir den simpel umnieten können. Oh Gott, damit. Immer und immer mehr. Der muss den. Der macht den, der macht den. Und mehr können wir in dem Augenblick nicht machen. Aber das geht in Ordnung. So viel Zeug. Oh, das ist natürlich auch lustig, aber das hilft uns jetzt hier nicht weiter. Alright. Das war doch machbar. Jetzt müssen wir gucken. Oh boy. Kindly grandmother, but those big eyes harbor a terrible secret. My what big teeth she has mit der Fähigkeit Trembling. Enemy minions are 1-1 and cost 1. Aha. Das ist gar nicht mal so angenehm. Vor allem, weil es wirklich eine passive Fähigkeit ist. Es dauert. Also, dass man das konstant so hat. Was macht man denn da am besten? Am besten wären natürlich dann halt Minions, die trotzdem funktionieren würden. Oder? Also das ist wiederum ein interessanter. Wenn das alles nur eins kostet, kann hilfreich sein. Entsprechend sowas wie einen Zoo wäre interessant. Aber weil, obwohl, eigentlich ist es vollkommen Quatsch, weil jedes Deck dadurch scheinbar ein Zoo wird, weil ja alles nur noch 1 kostet, aber auch nur 1-1 hat. Dementsprechend sowas, was gute Battlecries hat oder gute Death Rattles, das wäre wichtig. Ich könnte den Death Rattle Rogue probieren, aber ich bin mit dem nicht wirklich zufrieden. Also wirklich so ein Versuch und hier und da mal ein paar Spiele gespielt, aber also wirklich überrascht oder überzeugt davon war ich noch nicht. Probieren wir einfach mal. Ich denke, das wird so ein Kampf sein, wo man erstmal einmal sehen muss, was auf einen wirklich zukommt. Und dann muss man vermutlich ein Bild tatsächlich aufbauen oder ein Deck aufbauen, das dann dazu passend ist. Ich glaube nicht, dass ich das mit denen hier schaffe. Valera versus the Big Bad Wolf! Run away, little girl. Run away. Watch your... Okay, das hilft mir alles, denke ich, nicht, obwohl ich vermutlich einen Backstep auf könnte ich machen. Besser wäre vermutlich gewesen zu Mulligan, um mehr Karten zu... Okay,
Danke, Spiel. Danke, danke. I so love audience participation. Run, little guest, run! Okay, das ist doch schon mal ein Ticken interessanter. Auch wenn der Coin mir natürlich jetzt so nicht verhilft. Der hat vor allem 20 HP. Also ich gehe mal davon aus, dass ich vermutlich ein Deck aufbauen muss. Look at your minions. See how they shrink before me. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir ein Deck bauen müssen, das konstant entweder Minions bufft. Oh boy. Oder... Oh, das ist natürlich auch gar nicht mal uncool. Wie macht man das am besten? Ich meine, ich will eigentlich nicht beides backstabben. Eigentlich nicht. Moment, wenn ich das mit dem Backstab mache, geht er auf 1 und dann könnte ich den so angreifen. Die beiden wären definitiv bereit. Das wäre so viel Aufwand. So viel Aufwand. Oder man versucht das lieber einzuzappen, damit der 2 hat, die er theoretisch wieder verbraucht für nächste Runde. Ja, es fällt mir schon leicht, die Herangehensweise, aber... So gefällt es mir besser, als statt halt mehr oder weniger dann doch die komplette Hand wegzuwerfen. Okay, der hat nichts gemacht. Den will ich mir logischerweise aufheben. Das ist, denke ich, auch nachvollziehbar. Hm. Oh, hi. Mhm, okay. Alles andere will ich jetzt aktuell nicht spielen. Das ist aber wirklich schön, dass all meine Deathrattle-Karten nicht da sind. Even better than that ogre we chased around last week. Aha. Oh, das ist interessanterweise nicht die gleiche Spinne vom Aussehen. Auch interessant zu wissen. Ich denke, wir werden das hier spielen, werden eine der beiden dann so umnieten und vermutlich einmal draufstechen, ne? Jo. Logischerweise will ich... Ich vermute, wenn, dann will ich lieber den zerstören, um meine eigene HP zu sichern. Ich denke, das ist cleverer. This guy's toast. Und ich denke, ich sollte den hier zerstören. Falls irgendwie der zurück auf die Hand geholt wird, dann wäre das natürlich unfein, weil er den Effekt wieder nutzen könnte. Bei dem wiederum einfach nicht. Okay. Da können wir froh sein, dass wir das entfernen konnten. Ja, keine Death Rattle zum Auswählen. Das hilft mir dementsprechend nicht weiter. Frage ist, den zerstören? Ich denke, ich sollte den vermutlich mit einem Backstep zerstören und mit denen einfach vorher angreifen. Ja, ich denke, das ist in der Situation besser anstatt... Nee, lass... Was ist cleverer? Ich sollte mir vermutlich den Zap für was Größeres aufheben. Ja. Mal gucken, was passiert. Oh, sehr schön. Sogar perfekt. Sogar perfekt. Okay, jetzt wirklich die Frage, wie viele verdammte Clown der hat, um mich so anzugreifen, weil das würde dann irgendwann problematisch werden. Mhm, okay, damit kann ich leben. Den werde ich vermutlich zurückholen. Der ist auch nicht falsch. Also, Idee wird sein... Den muss ich definitiv entfernen, weil das ist mir zu viel von der Masse auf einmal. Und ich werde vermutlich sogar anfangen, extremst auf die Fresse von dem Kollegen zu hauen. Denn irgendwann muss ich das starten. Das heißt, wir werden das nutzen. Das sind zwei. Das sind zwei. Ja, zufrieden.
bin ich da wirklich noch nicht. 3, das sind 7 theoretisch. Behind you. Hey, lights out. Ja. Oh, falsch rum. Das wollen wir definitiv so herumspielen. Ja, schön. Okay. Meine aktuelle Waffe bekommt plus 2. Das sind also 5. Ja, das sollte so funktionieren. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich nicht erwartet hätte, dass das tatsächlich funktioniert. Und damit kommen wir schon zum Finale. At last, our final act. An evil witch pursues a young girl. Will she find her way home? Aha. The last act, the stairs are just up ahead. Do you wanna damage? Can't be done if Dorothy is alive. Oh boy. Ich denke, man sollte wirklich hingehen und den HP Priest spielen. Einfach weil es eine Karte, ein Deck ist, das sehr viele Buffs drin hat. Ja, tut mir leid, dass ich erneut Priest spiele, aber es ist eine andere Art von Priest, also gehe ich einfach mal davon aus, dass es so in Ordnung geht. Alright, versuchen wir es. Anduin versus the Crone. Flee, my pretties! The light shall bring victory. Aha. Ja, schon wieder die Frage, ob man tatsächlich halt den Cleric und Power Word Shield nutzt oder gleich von Anfang an das auf Dorothy gibt, damit sie dann mit der Divine und Inner Fire Spirit Kombination gebufft werden könnte. Oder noch besser gebufft werden könnte. Und zu Mind Vision. Ich tue mal ganz bewusst Mind Vision erstmal weg, auch wenn er vielleicht Karten hat, die interessant sind. Für jetzt denke ich, ist es erstmal besser. Okay. Mind Vision it is. Mind Vision it is. No, don't let her hurt me. Is someone injured? Ich mache erstmal das hier. Oh! Oh! Das war jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig geplant. Aber zugegeben, das ist gar nicht mal uncool. Ich denke, wir werden erstmal tatsächlich hingehen, so angreifen. Und wieder hochheilen. Müssen einfach hoffen, dass, was sie da spielt, das ist dann halt... Okay. Ja, das ist nicht angenehm. Naja, du erzähl nur. Ja, okay, mehr sollte ich vermutlich der erste Mal so nicht nutzen. Und greif mal das Gesicht an. Hm, interessant. White Pyromancer. Hätte ich jetzt so nicht erwartet in dem Deck. 3-3. Kann ich entfernen? Kann ich entfernen? Kann mich... Nee, ich muss mich leider vorher heilen. Ja. Geht das irgendwie anders und cleverer? Man könnte das hier spielen, aber ich will sie eigentlich nicht damit treffen. Mhm, okay. Okay, greif das Ding an, ist mir recht. Das macht nämlich ziemlich wenig als Angriff so. Okay. Was wir machen sollten, ist den Kollegen darüber schmeißen. Welcome. Destroy a Minion. Das sollten wir definitiv nicht an unserer eigenen Kreatur einsetzen. Und
Oh, ist die Frage. Das habe ich jetzt leider nicht vor Augen. Ihr könnt es jetzt hier dann sehen, ob ich hier Madame Sylvanas drin habe. Das wäre nämlich eine coole Kombination, wenn man es dann tatsächlich einsetzen könnte. Aber ich bin mal so frei und nutze den Sludge Belcher. Den werden wir dann auch darüber schmeißen. Gucken wir erstmal vielleicht, was wir hier kriegen. Oh, sweet. Und ich denke, ich werde einfach mal hingehen und werde den nächsten hinsetzen. Mit der Hoffnung, give your minutes, yes. Yes, 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 das ist ein guter Anfang. Major Domo Executus is downstairs. Shall I tell him he's arrived too soon? Another night on the prowl. Ha! I taste blood. Ihr werdet gleich Defeat tasten, ihr Drecksviecher. Ich denke, ich sollte das tatsächlich... Das ist natürlich doof, ich hätte ganz gerne halt einen... Obwohl, wir haben genug Karten auf der Hand. Never mind, eigentlich. Mache ich das? Ich denke, ich sollte vielleicht das ganz kurz hier behalten als Schutz vor Gegnern, die vielleicht ein bisschen kräftiger sind. Und ich fange schon mal an, hier die ein bisschen zu buffen. Touch that. Okay, Karten. Oh, kein Card Draw, okay. Ja, wird jetzt ein bisschen auf Geschwindigkeit gesetzt. Mhm. Man sieht, mein Deck ist durchaus interessant. Oh. Yes. Das ist doch eine gute Idee. Und zwar machen wir das natürlich dann in Kombination, so gut es geht. Was ist das? Ich schmeiß sie darüber, dass sie geschützt ist. Yes, sehr schön. Damit kann sie nämlich jetzt auch schon anfangen anzugreifen. Aha. Okay, 2-2. Will ich davon irgendwas wegnehmen? Will ich Card Draw erzwingen? Das ist gar nicht mal so selbstverständlich. Wie könnte man das am besten machen? Ich denke, die beiden sollten sich um den kümmern. Und dann haben wir erstmal nur den, der im Weg steht. Ich werde logischerweise hingehen, denke ich, sie spielen und heilen, damit auch nochmal sie gebufft wird. Und die stelle ich jetzt ganz bewusst darüber, damit sie erstmal nicht so schnell getroffen werden kann. Ja, ich denke, das sollte so die Idee sein. Soll ich gucken, was sie hat? Ich guck mal ganz kurz, was sie da noch hat. Oh, auch gar nicht mal so uninteressant. Ich denke, ich sollte einfach hingehen und so möglichst viel spielen, damit ich da dann doch ein bisschen Schaden anrichten kann. Ich realisiere, dass das Heilen vielleicht nicht so interessant ist oder wichtig. Aber ich mach's einfach trotzdem mal. Ja, warum die weiter zu buffen, genau. Und ja, sehr schön. Damit hätten wir auch sie. Logischerweise ist dann jetzt die andere Kombination hier nicht gegeben. So, wir haben 2, 4, 6, 8. Da will ich jetzt logischerweise keine Karten ziehen. Das wäre dumm. Ich denke, ich werde es aber dabei belassen und kräftig auf die Fresse geben. Ich denke, das haben wir. Ja, ja. Ja, spiel du nur. Du kannst nicht wirklich viel gegen mich machen. Nicht Swordsteel. Ah, die Okay. Das hat mir sehr gut gefallen. Und Barnes. Könnte interessant sein als Karte. Onward. Up
those stairs, the curator guards the menagerie. I hope it's not malfunctioning. Tja, das machen wir aber nicht heute, denn wir müssen erstmal wieder bis Donnerstag 23 Uhr warten. Nächste Woche logischerweise. Wir gehen über zu den Class Challenges. Und haben jetzt hier den Paladin gegen Big Bad Wolf. Das wird vermutlich ein Divine Shield Deck sein. Ja, davon gehe ich mal von aus. Uther versus the Big Bad Wolf! Run away, little girl. Run away. I will fight with honor. Aha. Nope. Eventuell. So richtig angetan bin ich davon jetzt noch nicht. Okay, und das ändert sich auch nicht. Ah, das ist gar nicht mal so uncool. Das kann man relativ schnell ausnutzen, hat dann auf einmal eine 4-4-Kreatur. I so love audience participation. Run, little guest, run! Look at your minions. See how they shrink before me. Das Schöne ist wirklich, dadurch, dass er ein Drache ist, konnten wir den Effekt sofort ausnutzen. Oi. Uncool. Oi. Verdammt cool. Die Frage ist, ob man das jetzt schon einsetzen darf. Am liebsten wäre mir natürlich doch eine Situation, wo ich sicherstellen könnte, dass man sie nicht gleich mit einem... Ich muss es, denke ich, versuchen. Einfach, um diese extra Sachen auszunutzen. Und dazu ist die Frage, ob man das hier auch gleich nutzt. Heal ist zwar nicht wirklich schick, aber vielleicht bekommen wir einen Spell, der uns hier aushilft. Was wird uns da aushelfen? Gute Frage. Ansonsten, ich nutze es mal den Drachen aus, falls da irgendwas uns entgegenkommt. Und... Ach, ich lasse es dabei. Ist zwar doof, das nicht zu machen, aber ich will dann doch so ein bisschen den Heal-Effekt ausnutzen können. Auch 1-1 nicht angenehm, aber nicht so tragisch. Oh, sweet baby Jesus. Ah ja, für jetzt können wir es noch ausnutzen. Oh, yes. I don't care. Oh, should I? Na, zu einem gewissen Grad muss ich mich vermutlich darum kehren. Oh, das ist auch nicht uninteressant. Was ich machen muss, ist, denke ich, tatsächlich erstmal nach einem Spell suchen. Denn aktuell... Doch, aktuell könnte ich da durchbrechen, aber ich müsste halt alles nutzen. Dementsprechend versuche ich mir doch einen Spell zu finden, der mir da aushelfen könnte. Das könnte für die Zukunft helfen. Ja, das ist nicht angenehm. Definitiv nicht. Aber ich denke, es ist immer noch besser als... als die anderen Sachen. Und ich denke, ich werde jetzt einfach... Ah, da ist natürlich wirklich schade, dass der... Ah, so schade, dass ich nicht auf 15 komme, um den gleich zu buffen. Ich setze die beiden ein. Einfach, um mehr Masse zu haben. Ah, schon wieder das, sehr schick. Ist aber besser als gar nichts. Oh, sweet. Okay, dann muss ich natürlich das jetzt so ein bisschen ausnutzen. Damit haben wir 6. Yes. Sehr schicke Kombination. Nutze ich das irgendwie aus? Ich meine, ich kann den jetzt noch spielen, wenn ich wollte. Will ich gleich ernsthaft mehr Schaden anrichten? Oh, ich denke, wir müssen aber... Wir lassen einfach so. Ja, nicht dumm. Nicht dumm. Aber das hilft dir alles nichts. Ja, die Challenge ging in Ordnung.
Und die andere ist die Warlock Challenge. Oho. Bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Denn Warlock hat nicht irgendwas, wo man jetzt sagen müsste, oh ja, das ist ganz neu. Dementsprechend wäre es jetzt hier offensichtlich. Vielleicht ist es Zoom. Discard könnte es sein, aber Discard Decks. Ich hoffe es einfach mal nicht, sagen wir es so. Gul'dan versus Julian! What devil art thou? Ah, doch, es ist. Fucking is. Mal gucken, ob es clever ist, den so zu behalten. I don't know. Wilt thou provoke me? Then have at thee! Ich habe aber das Gefühl, dass es einfach nur, hey, wir haben die ganzen neuen Karten reingetan im Deck. Nicht mehr, nicht weniger. During your turn, your hero's immune. Okay, um das ausnutzen zu können. Powerwhelming. Also das Deck spricht mich schon so überhaupt nicht an. Was will ich mit dem Scheiß? Ernsthaft, was will ich mit dem Krack? Den will ich jetzt ganz bewusst nicht einsetzen, weil ich halt so viel auf die Fresse bereits komme. Whenever you discard a card. Ich habe keine Karte, die ich gerade discarden darf. Tja. Vor allem, die Sache ist ja auch, dass Fist of Jiraxxus nicht als Karte grundsätzlich zählt, die als Discard ist, selbst wenn man sie so spielt. Ja, das hilft mir alles so über fucking Haupt nicht. Ja, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich würde vermutlich den hier buffen. Sie spielen den da drauf hauen lassen. Wenn ich das mache, könnte ich den hinterher spielen. Ist das clever. Damit würde ich den bekommen, würde keinen Schaden nehmen. Und wenn ich die beiden da reinrenne, habe ich einen umgehauen. Dafür kriege ich aber trotzdem halt einfach mal 9 Schaden. Gleichzeitig könnte ich aber auch überlegen, den ganz bewusst umzuhauen, um das Ganze auf 6 zu reduzieren. Ich denke, das werde ich tatsächlich sogar machen müssen. Ernsthaft, wie soll ich da vorbeikommen? Oh, das ist natürlich lustig angenehm. Am liebsten würde ich ihn einfach damit umhauen. Gebe ich ganz offen zu. Aber ich würde ganz gerne den da umhauen, das einsetzen. Darf ich das so machen? Das ist die nächste große Frage. Denn das sind nur 2 Schaden. Das sind nur... Ich denke, für die Runde muss ich das tatsächlich sogar so rummachen. Okay, das ist fucking sweet, aber hilft mir sonst erstmal nicht. Oh Gott. Oh Gott, wie viele von den Fuckviechern hat der denn? Ernsthaft, ich weiß nicht, was ich da großartig gegen machen soll. Auf den richtigen hoffen. Nenn ich mal richtig. Okay, jetzt greift er den an, nachdem ich den so schön ausnutzen durfte. Danke. Autograph?
darf nicht ziehen. Ich darf so nicht ziehen, aus Angst, dass er vielleicht irgendwas spielt. Ich denke, ich darf es nicht auf Zugfall ankommen lassen. Ja. Hey ho, das ist wiederum gar nicht mal uncool. Der in den, fertig. Okay, und damit kommen wir zum Ende dieser Woche. Ich fand den Wing in Ordnung. Ich fand zugegeben Pala und Medivh ein bisschen interessanter. Gerade weil halt zum Beispiel das Chessboard eine sehr coole Idee dahinter hatte. Und die ging in Ordnung, aber ich würde jetzt nicht zugeben, dass ich umgeworfen worden bin. Aber vielleicht lag es einfach daran, dass ich genau die richtigen Decks zum richtigen Zeitpunkt oder die richtigen Karten in diesen Decks gezogen habe, damit das Ganze relativ simpel wirkte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich verabschiede mich und bis zur nächsten Woche. Bis dann.